Es hat ja lange gedauert. Ich glaube, wir haben dieses Ereignis 6-mal verschoben und am 13. März 2020 habe ich mein letztes Duell gehabt mit Wolfgang Merkel, weil am 13. März, das war ein Freitag, dem 13. März, Wolfgang darauf bestanden hat, dass das alles noch geht und dass ich da ein bisschen zu schwarz sehe mit der Pandemie und lass es uns doch machen, sagte er immer mit der Art und Weise, wie er nur auftreten kann. Aber ich zeigte präsidiale Härte und sagte, nee, mein Lieber, das geht nicht. Und was mich gefreut hat, ist der Sigmar Gabriel, der von Anfang an klar sagte ja, weil als ich Wolfgang Merkel fragte, was ist denn dein Favorite Laudator, sagte er, wie aus der Pistole geschossen. Sigmar Gabriel. Und ich schrieb dann an Sigmar Gabriel und fragte, ob er sich denn das vorstellen könnte. Sehr bescheiden und zurückhaltend, hoffe ich. Und es kam von ihm so ein Einzeiler. Natürlich. Ich finde schon, dass es einen Applaus bedarf, weil das ist ja Wertschätzung. Und ein kleines bisschen später schrieb ich ihm, könnten wir das nochmal verschieben, Herr Gabriel? Das ist ausgefallen, stehen Sie immer noch zu Ihrem Wort. Und er wurde noch kürzer und sagte, klar doch. Und so ging das, glaube ich, 4-mal. Und ich freue mich außerordentlich, dass Sie heute da sein können. Ich freue mich nicht nur, dass Herr Gabriel da sein kann. Ich freue mich, dass Herr Thierse da ist. Ich freue mich, dass die Vorsitzende da ist, unseres wissenschaftlichen Beirats. Ich freue mich, dass die Familie von Herrn Merkel da ist. Ich freue mich, dass es fast ein Klassentreffen ist. Anders kann ich das gar nicht sagen, wie wir es schon lange, lange, lange Zeit nicht hatten. Ich komme gerade aus meinem Ländle. Und normalerweise fühle ich mich da sofort pudelwohl, aber als ich gestern Nacht in Freiburg ankam, um einen Vortrag zu halten, wurde ich erstmal abgewiesen mit dem Hinweis, dass man in Baden-Württemberg noch diese 1,5 Meter pflegt, auch wenn man sich eine Brezel kaufen möchte. Und in dem Vortragssaal, das war das alte kaufmännische Haus, nein, das alte Kaufhaus in Bremen, da am Münster, da saßen die alle mit Masken und durften selbst bei den Reden die Masken nicht abnehmen. Also dieses Berliner Leben mit einer größeren Freiheit ist doch etwas, was ich absolut schätze. Lieber Wolfgang, ich habe dich noch gar nicht begrüßt, aber du bist unsere Hauptperson und ich rede auf dich heute Abend. Dann bin ich nämlich jenseits von Protokollarischem und darf etwas launiger reden und du darfst mir auch etwas launiger respondieren. Auch dieses wunderbare Geschenk, wo ich jetzt schon ganz stolz drauf bin, dass ich dir es geben darf, was du nie erraten wirst, kommt erst heute Abend. Wenn Sie die Einladung gelesen haben, dann haben Sie gesehen, dass ich angefangen habe mit einem Fragezeichen. Und ich habe das ganz bewusst gemacht, dass ich dieses Fragezeichen quasi als ersten Satzinhalt setzte, weil Herr Merkel für mich immer der Mann des Fragezeichens war. Er setzte hinter alles ein Fragezeichen. Er sagte, Ende der liberalen Demokratie, Fragezeichen. Das Ende der Sozialdemokratie, Fragezeichen. Und so weiter. Also es kamen eigentlich immer nur Fragezeichen vor. Und natürlich war das in einer gewissen Weise, wenn man es wohlwollend interpretiert, immer ein Zeichen von Neugier, von Hinterfragen, von Gelassenheit, von Analysieren. Aber eigentlich, wenn man es dechiffrierte, war das Fragezeichen immer ein Ausrufezeichen. Und dieses Ausrufezeichen war Nein, Nein, Nein. Natürlich ist es das Nein gegen eine Überängstlichkeit, ein Nein gegenüber Defätisten, des Propheten, der Propheten des Untergangs immer entgegengesetzt. Und es ist auch ein Ausrufezeichen, wenn ich mich so umschaue und ihre Gesichter, die alle irgendwie von Wohltun glänzen, wahrscheinlich weil sie erstmals wieder in diesem Raum sind, nicht in so kleinen Horten, sondern tatsächlich zusammen. Wahrscheinlich, weil sie sich auf die Laudatio von Herrn Gabriel freuen, wahrscheinlich, weil sie sich auf den Vortrag von Herrn Merkel freuen, vielleicht auch, weil sie sich nachher auf den Wein freuen und auf den kleinen, ist ja egal. Jedenfalls haben sie alle dieses,
dieses Ehrwürdige, dieses Freudige in ihren Gesichtern. Und es ist ein Ausrufezeichen, welches wir alle haben, ein Ausrufezeichen des Respekts an die Person, an die Leistung von Herrn Merkel, ein Ausrufezeichen des Respekts und der Leistung der Abteilung, die Herr Merkel geleitet hat, und der vielen Job-Placements, die er ganz wunderbar allüberall in der Welt tatsächlich hinbekommen hat. Und das hat ja auch was Altruistisches an sich, darüber rede ich nachher mehr. Es hat natürlich auch wenn wir uns alle mit diesem, doch freuen, dass wir zusammen sind, dass es so ein bisschen was Nostalgisches hat, dass wir mal wieder beisammen sind, das Klassentreffen nicht für alle, aber für viele doch was Nettes haben, so einen Moment des Abschiedsnehmens. Jetzt kann ich sagen, endlich, so habe ich auch angefangen, wir haben jetzt 18 Monate gewartet, bis wir Abschied nehmen können. Und er wollte ja immer diesen formalen Abschied, diese Zeremonie, die ja so diese Übergänge markiert, und diesbezüglich sind wir uns ja ganz ähnlich, dass wir denken, solche sensiblen Phasen sollten auch nicht nur sensibel behandelt, sondern auch gefeiert werden. Und das ist es heute, und das hat natürlich immer auch etwas von Vergänglichkeit zu tun, von Neuaufbau. Und wenn mir eines in diesem Job wirklich schwer fällt, dann ist es das Abschiednehmens. Und zwar nicht das Abschiednehmens in Anführungszeichen nur von Wolfgang Merkel. Ich glaube, den sehe ich noch am häufigsten, oder ich hoffe das, wenn er nicht gerade in der Welt rumschwirrt, was er heute mehr tut denn je. Wahrscheinlich, weil ich ihm das weniger verbiete, immer abwesend zu sein. Aber auch vor der ganzen Abteilung von Herrn Merkel, die für uns was ganz Besonderes war, die geprägt war von unglaublich klugen und aufeinander zugehenden Leuten, von einer Frau Mona, die oft das Telefon sein ließ und einfach rüberhopste, immer lachend, und sagte, das wuppen wir schon. Das war so, also jenseits des Digitalen, so ein richtiges Stück persönliches Miteinander. Aber auch auf sie rede ich heute Abend und möchte das gar nicht ausfüllen. Viele von der Abteilung von Herrn Merkel sagten, Merkel wäre nichts ohne Mona. Ich werde nachher sagen, Mona wäre viel ohne Merkel, um das mal so zu kippen. Ich werde heute auch nicht die akademischen Leistungen aufzeigen. Ich habe den wundervollen Laudator Sigmar Gabriel. Ich werde nur sagen, dass wenn ich ein bisschen traurig bin, dass es jetzt tatsächlich dieser Tag geworden ist, des formalen Abschiedsnehmens, einer tatsächlichen Transition des Lebens, dass ich nicht alleine bin. Jetzt ist es zufällig der Fall, dass die meisten der Leitungsebene in allen Ländern verteilt sind, und so dachte ich mir, wir könnten jetzt Herrn Huck aus Kairo einblenden lassen, wir könnten Dorothea Kübler aus New York einblenden lassen, wir könnten Koopmans aus dem Europäischen Hochschulinstitut einblenden lassen und so weiter und so fort, aber einige sind da. McCartan-Humphreys ist extra wegen dir aus New York gekommen. Und Heike Solgart extra wegen dir ihr Sabbatical unterbrochen. Und natürlich ist Bernhard Wessels da, der das. Bitte? Dann sage ich es anders. Wenn du schon unterbrichst, dann sage ich, dass das Ende ihres Sabbaticals genau getimt war. Auf diesen 1. Oktober. Das hört sich doch fast noch liebevoller an. So. Wir haben uns entschlossen, von diesen kurzen Grußreden abzusehen. Wir haben gesagt, dass eine Person eine Grußrede hält, die nicht als Direktor, wohl aber als Forschungsdirektor mit dem WZB seit vielen, vielen Jahren sehr eng verknüpft ist und den wir dir zu verdanken haben, nämlich den wunderbaren und weltweit berühmten John Keane. Und wir gehen jetzt nach Sydney und hören diese wahrscheinlich wieder extrem empathische und fulminanten Grußworte von John Keane, wie wir ihn kennen. Ich gebe jetzt an dich, an John. Sehr geehrte Frau Präsidentin Jutta Armendinger, meine Damen und Herren, Bürgerinnen
und Bürger. Es ist für mich eine große Freude und eine Ehre, ein kurzes Grußwort an Professor Dr. Wolfgang Merkel zu richten. Lieber Wolfgang, how lucky you are to be able to bask in the sunshine of this special occasion and to have before you many more years of distinguished scholarship and public life. I say lucky, glücklich, because there are other roads to retirement, one of them sketched in a famous novel by the 19th century English writer Anthony Trollope, The Fixed Period, which describes a college where professors were compulsorily retired at the age of 67. After 12 months of meditating on the world, they were administered a good dose of chloroform to send them peacefully on their way to contemplate higher things in higher places. In generously holding back on the chloroform, the Wissenschaftszentrum Berlin, where you've served for over 16 years, allows me in this Grußwort to say in just 3 minutes, three things about your work. First, you are a world leader in the discipline of political science. Your scholarship bridges the fickle division between the theoretical and the empirical. It's decisively shaped the field of comparative politics. You've formulated compelling theories of embedded and defective democracy. You've shown us why the marriage between democracy and capitalism is an unhappy marriage. And you've cast doubt on today's fashionista talk of the crisis of democracy. Your book on the performance of social democratic governments is a gem. In Deutschland, it's suddenly topical. And Joe Biden should read your System Transformation book on the difficult arts of turning autocracies into democracies. Second, in a multimedia age of communicative abundance, Wolfgang, you've shown it's still possible for professors to be publicly engaged intellectuals. Once upon a time, say in the printing press age of the Encyclopédie, or in the Marshall McLuhan era of limited channel television, it was easier for scholars to make their mark beyond the academy. But now, as we know, multiple voices on multiple platforms crowd out universities. Some academics have reacted by turning themselves into empty media barrels. But you've avoided this trap. You're a charismatic teacher and a rigorous scholar gripped by a passionate sense of public duty. I remember a rousing public address on war and democracy that you gave in this very room on the eve of the disastrous Iraq invasion. You helped found the Swiss-based Democracy Barometer. You authored a major policy review recently for the European Union. And lately, you've been warning public audiences that the COVID-19 pestilence is going to change our democracies. Third, Montesquieu might have said that you're a Democrat in spirit. Your guts dislike social injustice. You call nonsense, nonsense. Political honesty is your middle name. You can be daring, a critical dissenter. You've disliked hubris ever since you were a teenager in your native Hof, where once in the town square, I'm reliably informed, as a teenager, armed only with long hair and a megaphone, you protested the visit of a Paraguayan fascist dictator. You're blessed with the gift of Neugierigkeit, curiosity, and your capacity for modesty and self-criticism, thinking of yourself as an erfolgreiches Scheitern, a successful failure, as you said in a farewell message to your Abteilung, is most impressive. Lieber Wolfgang, your scholarly odyssey isn't over. You've been spared chloroform. More world-class writing and public reality checking will surely come our way. We await it eagerly. You've made a difference to our world. You're an inspiration to us all. Wir wünschen dir für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg.
Schade, dass Ed diesen Applaus nicht hören konnte. Es war nämlich nur so eingespielt. Das müssen wir nächstens ändern. Es wäre doch nett, wenn er dann so ein bisschen partizipieren könnte. Ich darf jetzt das Wort geben an Sigmar Gabriel und habe mir lange überlegt, ob es überhaupt notwendig ist, ihn vorzustellen. Ich meine, er war Minister für so ziemlich alles, wenn ich das richtig erinnere. Ministerpräsident von Niedersachsen, dann Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Bundesvorsitzender der SPD, Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Bundesminister des Auswärtigen und dann bis März 2018 Vizekanzler. Und diese bedeutende Persönlichkeit, von der ich jetzt persönlich sagen darf, dass wir sie vermissen, wird jetzt die Laudatio sprechen auf dich, Wolfgang. Und ich, so im Nachhinein über diese zwei Jahre hinweg, finde das eine grandiose Idee. Nicht, dass ich das vorher nicht schon grandios fand, aber jetzt noch grandioser als je zuvor, weil es so gut in die Zeit passt. Herr Gabriel. Liebe Frau Eimendinger, lieber Wolfgang Merkel, meine Damen und Herren, ich habe erstmal was gelernt, nämlich wie gefährlich zu früheren Zeiten das Wissenschaftler-Dasein ab dem 67. Lebensjahr werden konnte. Dagegen waren die Rentenpläne der SPD ja noch relativ moderat. Also Respekt und... Das sind ja noch keine 67. Dauert nicht mehr lange. Aber das Chloroformieren scheint aus der Mode gekommen zu sein. Im Übrigen ist ja sozusagen, gibt es ja einen großen Unterschied zwischen politischen Praktikern und Politikwissenschaftlern. Mein früherer Politiklehrer an der Universität Göttingen, Ernst-August Rohloff, meinte immer, Politikwissenschaft habe die Aufgabe, vorzudenken. Wogegen, so meinte er, bei den politischen Praktikern man schon froh sein könne, wenn sie nachdenken würden. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Und ich will zumindest so viel sagen, wenn man ihren Fragezeichen gefolgt ist, hat man bei dem Nachdenken jedenfalls immer eine Menge lernen und können, auch für praktische Politik. Dass ich gekommen bin, obwohl Sie es mehrfach verschoben haben, ist ganz einfach. Ich habe schließlich Zeit. Das ist der Vorteil des politischen Rentnerdaseins, dass man für eine Laudatio doch immer Zeit hat. Aber ich bin vor allen Dingen deshalb gekommen, weil ich wirklich ein großer Fan von Wolfgang Merkel und seiner wirklich einmaligen Art des Nachfragens und des Hinterfragens bin. Und ich habe in meinen unterschiedlichen Ämtern jedenfalls viel davon profitiert, dass Sie immer, wenn es darum ging, schwierige Fragen zu erörtern, gekommen sind, wenn wir Sie darum gebeten haben. Insofern freue ich mich, dass die Veranstaltung eben immer nur aufgeschoben und nie aufgehoben wurde. Und so ein bisschen passte das mit der Verschiebung, die ja solchen medizinischen Gründe hatte, in unsere Zeit, in der ja viele von uns den Eindruck haben, dass auch ein politischer Virus die Welt befallen hat, sei es nun der Virus des Populismus, des Nationalismus oder des Autoritarismus, je nach Ausformung und Spielart. Jedenfalls scheinen wir eher in einer G0-Welt zu leben, als in einer Welt der G7 oder der G20 oder gar der Vereinten Nationen. Wir haben eher einen Verlust an globaler Ordnung. Und wenn wir ehrlich sind, wissen wir auch noch nicht so richtig, wie wir aus dieser Ordnungslosigkeit wieder herauskommen können. Und wir merken vielleicht jetzt erst, dass bei aller berechtigten Kritik an der Pax Americana die totale Abwesenheit sozusagen der Rolle der Vereinigten Staaten von Amerika am Ende es jedenfalls nicht einfacher macht, insbesondere nicht für uns Europäer. Aber während sich die politischen Viren mit den entsprechenden Krankheitsverläufen über lange Zeiträume durch die Gesellschaft gefressen haben, hat uns dann das Coronavirus doch mit seiner Unmittelbarkeit und Plötzlichkeit überrascht. Und es hat ziemlich lange gebraucht, bis die betroffenen Staaten, die Staatenbünde, auch wir in Europa, sozusagen die richtige Balance im Umgang mit dieser Pandemie gefunden haben. Eines haben allerdings das Coronavirus und die politischen Viren derzeit gemeinsam: bei der Abwehr und der Bekämpfung ist der Zeitfaktor entscheidend. Dringt das Virus oder die verschiedenen Ismen erstmal in eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft ein, dann braucht es ziemlich viel Zeit, bis man sie hinreichend immunisiert hat
oder sie sich davon erholen konnte. Das bedeutet nicht, das wissen Sie als Forschende und Lehrende weit besser als ich, dass wir für alle Zeiten als Gesellschaften gegen die unterschiedlichen Viren oder Ismen gewappnet sind. Demokratie ist ein zeitintensiver und bisweilen anstrengender Prozess des Ringens um den richtigen Weg in einer freiheitlichen Verfassung mit Streit in der Sache und dem Austausch von möglichst guten Argumenten in Wort und Schrift. Und das gilt dann für die praktische Politik genauso wie für die Wissenschaft von der Politik. Und das, glaube ich, ist schon mal eine Gemeinsamkeit, die Wolfgang Merkel und all die verbindet, die in der Politik tätig sind. Aber der Unterschied zwischen uns beiden, und ich komme eben aus der praktischen Politik, ist eben doch, dass es häufig bei uns nicht mit empirischer Geduld und Gelassenheit zugeht, die wir gelegentlich gut gebrauchen könnten, wenn wir uns ums Nachdenken bemühen, wenn uns schon die Fähigkeit zum Vorausdenken so häufig fehlt. Aber im Ernst, viele in der praktischen Politik schätzen ihre Forschungsarbeiten und übrigens die des Wissenschaftszentrums Berlins insgesamt und die publizistischen Ergebnisse genauso wie Herr Merkel ihre ganz nüchterne und kühle Art, sie eben nicht nur dem Fachpublikum, sondern auch einer breiten Öffentlichkeit nahezubringen und sie vor allen Dingen zu vertreten. Streitlustig und furchtlos sind sie und immer an der Sache und nie an einer scheinbar moralischen Matrix ausgerichtet. Das unterscheidet nach meiner Auffassung jedenfalls den Aufklärer vom Eiferer oder Missionar. Und Sie, lieber Wolfgang Merkel, sind ein Aufklärer im besten Sinne des Wortes und seiner Bedeutung. Ich jedenfalls sehe Sie sozusagen darin wesensverwandt mit denen in der Politik, die versuchen müssen, mit dem Mittel des Arguments zu überzeugen und nicht mit dem Mittel des Ressentiments. Sie sind nicht so ein Raufbold, wie ich es in der Politik gewesen bin. Sie präferieren eher das scharfe Florett im politischen Diskurs und nicht die Streitaxt. Allerdings scheinen Sie doch ziemlich wirkungsvoll damit zu sein, denn Wolfgang Merkel füllt nicht nur die Rolle des streitbaren öffentlichen Intellektuellen aus, sondern bezeichnet sich ja offen auch und furchtlos, das war ja eine Zeit lang nicht ganz einfach, als SPD-Wähler, übrigens ohne SPD-Mitglied zu sein, was vermutlich die Voraussetzung dafür war, mich zum Reden einzuladen. Und er gehört seit vielen Jahren der SPD-Grundwertekommission an. Diese Unabhängigkeit verleiht ihren Worten möglicherweise häufig das doppelte Gewicht. Bei mir ist das gelegentlich umgekehrt der Fall gewesen. Doch es ist natürlich nicht ihr differenziertes Verhältnis zur Sozialdemokratie allein, welches ihre Arbeit und den öffentlichen Wortmeldungen und Schriften Gehör verschafft hat. Es ist vor allen Dingen ihre unbestechliche, weil auf empirische Beobachtungen und Auswertungen und Analysen gegründete und manchmal auch gegen den politischen Mainstream gebürstete Urteile, die sie aus der Schar der scheinbar linken öffentlichen Intellektuellen herausheben. Ich gebe allerdings zu, dass ich ohnehin nur noch wenige aus ihrer Zunft trauen, ein klares Urteil im öffentlichen Wettbewerb der Sozialwissenschaften zu treffen, beziehungsweise noch etwas griffig so zu formulieren und damit im Zweifel auch anzustoßen und anzuecken. Für größere Teile meiner Partei gelten sie damit natürlich auch gelegentlich als anstößig. Ich erinnere mich gut an eine Präsidiumssitzung der SPD mit allen Vertretern der Bundesländer, wo sie sozusagen die damalige Auffassung der SPD zur Flüchtlingsfrage kräftig gegen den Strich gebürstet haben und ihr versucht haben nahezubringen, dass nicht sozusagen jeder sozialdemokratische Wähler und jede sozialdemokratische Wählerin sozusagen per Geburt die gleiche Haltung einnehmen muss, wie das die damalige SPD-Führung für richtig hält. Und dass das Ergebnis jedenfalls war, dass ich aufgefordert wurde, sie nicht allzu oft in Präsidiumssitzungen der SPD einzuladen. Ich finde, das zeichnet sie aus und ist keine wirklich ernstzunehmende Kritik. Was heißt das schon in Zeiten, in denen die Moralisierung von Politik zur Grundlage im Meinungsstreit gehört? Von Verschwörungstheoretikern und sonstigen politischen Alchemisten mal völlig abgesehen, das ist eigentlich schade und häufig wenig ergiebig, weil man nicht erst über die Lösungen in den Streit gerät in mancher politischen Debatte, sondern bereits vorher
wenn es um die Festigung gemeinsamer Wahrnehmung geht. Ein Beispiel, auch mit Ihnen gemeinsam erörtert, als die dänischen Sozialdemokraten im letzten Jahr die Parlamentswahl gewannen und die Rechtspopulisten einbrachen, inzwischen sind es schon 1,5 Jahre, twitterten deutsche SPD-Mitglieder noch vor Schließung der Wahllokale, dass der Weg der sozialdemokratischen Schwesterpartei nicht der Weg der SPD sein könne. Kurzum, es gab führende Mitglieder meiner Partei, die nicht einmal die Arena des Streits betreten wollten, sondern von Beginn an das Diskussionsfeld vermaßen, an dem sie selbst nicht teilnehmen wollen. Das ist so, als sucht ein betrunkener Matrose den verlorenen Schlüssel nur im Schein der Laterne, obwohl die Wahrscheinlichkeit des Verlusts des Schlüsselbundes außerhalb des kleinen Lichtkreises ungleich größer ist. Das ist übrigens ein hübsches anekdotisches Exempel von Ihrem Doktorvater Klaus von Beimer. Ich fand das auch treffend für unsere damalige Lage. Man muss gewiss nicht die Strategie der dänischen Sozialdemokraten kopieren wollen, denn jedes Land und jedes Parteiensystem hat seine eigene Geschichte und politische Struktur. Aber im Sinne komparativer Politik in vergleichbaren westlichen Demokratien wäre eine unvoreingenommene Untersuchung der Erfolgsbedingungen sozialdemokratischer Politik zunächst nichts anderes als die notwendige Grundlage für eine Form demokratischer Willensbildung. So jedenfalls haben Sie es in der SPD-Grundwertekommission empfohlen. Wer dies von vornherein nicht zulässt, der hat offenbar Sorge oder gar Angst vor den möglichen Ergebnissen. Und Sozialdemokraten sollten eigentlich immer angstfrei debattieren. Damit bin ich zugleich beim fortschrittsbewegten und reisenden Wolfgang Merkel, der seine akademische Laufbahn auf mindestens 3 Kontinenten absolviert hat. In Europa, in Australien und in Nordamerika. Ein Politikwissenschaftler also, der an bedeutenden Universitäten der Welt, ob in Madrid, Sydney oder Harvard, Station gemacht hat, dort forschte und lehrte und beweist schon alleine durch seine akademische Laufbahn, dass er bereit ist, seinen Horizont und seinen Blick zu weiten, und zwar nicht nur vom Schreibtisch aus, was heute viel einfacher ist, als das früher war. Die Idee des Forschungsaufenthalts als Teil einer globalen Forschung und Wissenschaftskultur und als Möglichkeit, sozusagen politisch ähnlich gelagerte Systeme zu vergleichen, überzeugt, finde ich, heute mehr denn je, denn ohne Weltkenntnis wird man im eigenen Land kaum noch vernünftige Ratschläge in der Politik erteilen können. Denn so kommt man in intensivere Gespräche und Betrachtungen nicht nur des ferneren besuchten Landes, sondern blickt auch immer zugleich auf das eigene. Der Vergleich wird zum Teil des eigenen kulturellen Blicks und auch des eigenen wissenschaftlichen Blicks. Das schärft wiederum das Instrumentarium, wenn es um die Analyse von Transformations- und Wandlungs- und Ausdifferenzierungsprozessen in wesentlichen westlichen Gesellschaften geht. Im Übrigen, gerade im Zusammenhang der uns immer noch beschäftigten Pandemie, zeigen doch die Wissenschaftler ein weit höheres Maß praktischer Zusammenarbeit oder des multilateralen Erkenntnisaustausches als die Politikerinnen und Politiker selbst. Bis heute gab es beispielsweise kein einziges G20-Treffen zur Frage der Bekämpfung der Pandemie. In der Finanzkrise 2008 gab es das sofort. Das einzige Treffen, das es mal gegeben hat auf der Ebene der Außenminister, ist gescheitert, weil der damalige Präsident der USA unbedingt wollte, dass man das Virus China-Virus nennt, was innerhalb der G20 mindestens ein Land nicht für zustimmungsfähig begriffen hat. Das heißt, wir sind eigentlich eher in der Politik, wenn man so ein bisschen auf Europa und auf die Welt schaut, eher auf dem entgegengesetzten Weg als die Wissenschaft selbst. Wir ziehen uns eher zurück in das scheinbar Sichere des Nationalen, während Unternehmen, aber auch Wissenschaft weit darüber hinausgreifen. Wenn ich in ausgewählten Schriften und Interviews von Wolfgang Merkel lese, dann spürt man diesen breiten und zugleich tiefen Blick, den nur jemand haben kann, der seine Horizonte stets weit gesteckt hat und seine Beobachtung entlang längerer historischer Prozesse und Linien entwickelt hat. Wolfgang Merkel wendet sich entschieden gegen die einfache Kulturalisierung sozialer Konflikte, weil er die prägenden Konfliktlinien moderner Gesellschaften entlang spezifischer Bruchlinien sieht. Für ihn ist zum Beispiel die soziale Frage mittels der überkommenen Instrumente der Sozialpolitik eben noch nicht erledigt oder gelöst, sondern steht als neue soziale Frage wieder im Raum, allerdings anders gemeint, als das 1976 oder in den 70er Jahren mal von konservativ-liberaler Seite gegen den Sozialstaat gewandt war.
Wolfgang Merkel sieht den traditionellen Wohlfahrtsstaat erodieren, den globalen Finanzmarkt dagegen immer noch entfesselnd dominant, die Arbeitskräfte nicht nur in Europa immer noch in Arbeitsmärkte in Europa immer noch in dereguliertem Zustand und den vielfach beschworenen sozialen Aufstieg inzwischen eher als Chimäre. Und er hat uns mit all seinen Beobachtungen recht, wenn wir uns nur das weiterhin sprunghaft anwachsende Dienstleistungsprekariat, zum Beispiel in der Logistikbranche, anschauen, die in automobiler Gestalt von DHL, GLS, UPS, Hermes, DPD, TNT, FedEx und vielen anderen mehr längst Teil unserer Innenstädte geworden sind und sie mindestens so sehr verstopfen wie die Corona-Pandemie. Eine durchaus sichtbare Niedriglohn-Epidemie von Paketzustellungsdiensten. Doch diese neue soziale Frage ist für ihn nur der eine von drei Grundkonflikten in unserer Gesellschaft, den die politisch Handelnden in den letzten Jahrzehnten nicht gelöst haben, vielleicht auch nicht lösen haben können oder wollen. Denn zur Lösung dieses ersten Grundkonflikts der sozialen Frage in unserem Land und darüber hinaus gehört zunächst die Erkenntnis, dass der Widerspruch oder Antagonismus, wie sozusagen Halbmarxisten sagen würden, zwischen Arbeit und Kapital noch immer existiert, der allerdings seine Ausdrucksform stetig verändert und zugleich eine treibende Kraft für fortwährenden Wohlstand ist. Es bleibt also dabei, die soziale Marktwirtschaft für möglichst alle Menschen bei uns im Lande und darüber hinaus erfahrbar zu machen und sie nicht mit Hungerlöhnen, Aufstiegsblockaden oder Hungerrenten am Rand des Existenzminimums abzuspeisen. Sozialpolitik ist für Wolfgang Merkel nichts, was sozusagen am Rand der Gesellschaft dafür sorgt, dass die man irgendwie nicht integrieren kann, halbwegs klarkommen und mit einem Existenzminimum versorgt werden, sondern für ihn ist Sozialpolitik das Zentrum der Gesellschaft, das letztlich Ausdruck sozusagen dessen ist, was unsere Verfassung sich vorstellt, nämlich die Kombination aus individueller Freiheit und gegenseitiger Verantwortung. Sozusagen die Gemeinsamkeit zwischen, du kannst aus deinem Leben was machen, aber wir alle müssen auch dafür sozusagen sorgen, dass Bedingungen herrschen, unter denen jedes Leben gelingen kann. Das ist sozusagen Zentrum unserer Gesellschaft und unseres Verfassungsstaates und nicht am Rande einer Art Sozialhilfepolitik. Dazu gehört eben, dass wir unser Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell zugleich stärker und auch flexibler machen, indem wir die Rangfolge von Werten und Wissen und damit unserem Bildungswesen auch mit den Mitteln ausstatten, die es braucht. Auch hier hat die Corona-Pandemie wie ein Brennglas gezeigt, wie es um den Zustand eines Großteils unserer Schulen und Bildungseinrichtungen bestellt ist. Als Vater, das ist meine wichtigste Aufgabe in meinem Leben, Vater von drei Töchtern, zwei davon schulpflichtig, kann ich Ihnen sagen, in zwei Corona-Sommern hat sich an den Schulen, jedenfalls in meinem Bereich, nichts, aber auch gar nichts geändert. Und wenn wir eine Lehrerin hatten, die sozusagen Online-Unterricht organisierte, so können wir froh sein, dass sie alleine auf die Idee gekommen ist. Wären es zwei gewesen, hätten die Bandbreiten an den Schulen nicht ausgereicht. Also auch den zweiten der von Wolfgang Merkel zitierten prägenden Grundkonflikte sehe ich genauso wie er, selbst wenn er diesen Konflikt eher sozialwissenschaftlich zwischen Kosmopoliten und Kommunitaristen analysiert und dort die gesellschaftlichen Bruchlinien verortet, so sehe ich eher die politische Tendenz, die gerade während der Corona-Pandemie zum Ausdruck kommt. Der Rückzug ins Nationale und damit der Blick auf das eigene Territorium. So wichtig er beim Bekämpfen einer Epidemie auch sein mag, dieser Rückblick oder Rückzug ins Nationale verstellt die Perspektiven auf die großen, ja globalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Und dieser Rückzug ins Nationale, glaube ich, hat was damit zu tun, was in den letzten 30 Jahren sozusagen geltende Lehre war. Wir haben 30 Jahre lang unserer Gesellschaft gepredigt, dass wir möglichst alle Grenzen beseitigen wollen. Grenzen für Waren, Grenzen für Dienstleistungen, Grenzen für Kapital, am Ende auch Grenzen für Menschen. Die Idee der Globalisierung war eben, Politik soll sich raushalten, Öffnung aller Grenzen zur besseren Funktionsweise eines globalen Kapitalismus. Und in diesen 30 Jahren haben Menschen gemerkt, dass das jedenfalls nicht funktioniert mit diesem berühmten Trickle-Down-Effekt und dass es globale, aber auch regionale Gewinner und Verlierer gibt. Und zunehmend fragen jetzt nach 30 Jahren Debatte über die Öffnung der Grenzen Menschen nach den Grenzen der Öffnung.
und suchen neue Formen von Sicherheit. Im Kern geht es um das alte sozialdemokratische Thema von Sicherheit im Wandel, der sozusagen vielen fehlt. Und es war ganz interessant, dass in der letzten Bundestagswahl immerhin rund ein Drittel der Menschen bei Nachwahlbefragungen als Grund für ihre Wahlentscheidung gab, die soziale Frage. Das war lange anders. Nicht das Klima stand Nummer eins oder andere Themen, sondern interessanterweise die Fragen nach sozialer Sicherheit. Das ist ein Ausdruck, glaube ich, der Sehnsucht von Menschen, neben aller Veränderung, die sie erfahren, irgendwo auch sicheren Grund unter den Füßen zu haben, sozusagen sich nicht gegen das Kosmopolitische zu wenden, aber zugleich eben auch Sicherheit zu haben. Und meine Vermutung ist jedenfalls, dass das auch in den kommenden Jahren ein Konflikt sein wird, den wir auch in unserer eigenen Gesellschaft noch werden bearbeiten müssen. Die uns fordernde, weltumspannende Agenda, die Veränderungen der Welt, lässt sich in der Regel jedenfalls nicht national auflösen, sondern, wenn es um uns geht, nur wenn Europa global mehr an Gewicht zunimmt. Freiheit und Verantwortung ist ein sehr typisches europäisches Modell und keineswegs weltweit verbreitet. Die Abnahme des europäischen Gewichts hat zugleich zur Folge, dass diese spezifische Idee, dass Freiheit und Verantwortung zwei Seiten der gleichen Medaille sind, dass auch die in die Defensive gerät. Auch das ein Grund, warum ich glaube, dass es gerade auch an Deutschland ist, dieser europäischen Idee wieder Nachdruck zu verleihen. Es ist gewissermaßen ein bisschen so etwas wie eine Vertrauensdividende, auf die wir Deutschen angewiesen sind, aber die wir umgekehrt auch geben müssen, wenn wir über den räumlichen und zeitlichen Horizont hinausblicken. Ich bin noch immer einigermaßen fassungslos darüber, dass zum Beispiel im letzten Bundestagswahlkampf das Thema Europa und unsere Rolle in der Welt de facto keine Rolle gespielt hat. Übrigens nicht nur zwischen den Kontrahenten, sondern interessanterweise auch bei keinem der Journalistinnen oder Journalisten die Fragen gestellt hat. Was ein bisschen ein Indiz dafür ist, dass es nicht sozusagen ein individuelles Problem von drei Kandidaten ist, dass sie nicht darüber geredet haben, sondern dass scheinbar das Land insgesamt die Welt eher aus dem Augenwinkel betrachtet und nicht ins Zentrum ihres politischen Blicks rückt. Auch da ist es gut, den Fragezeichen von Wolfgang Merkel mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Der dritte Grundkonflikt, auf den Wolfgang Merkel immer wieder hinweist, ist natürlich die Klimafrage, mit der er in vielen Begegnungen unzählige Kolleginnen und Kollegen auch in der Debatte mit Schwellen- und Entwicklungsländern immer wieder in den Mittelpunkt gerückt hat. Ich selbst habe ein bisschen Erfahrung damit haben dürfen, wie schwer es ist, sozusagen öffentlich Zustimmung zu erfahren. Das ist heute in Ländern wie Deutschland einfacher, international weiß Gott nicht. Ich zum Beispiel glaube nicht, dass es bereits gesichert ist, dass die nächste globale Klimakonferenz in Großbritannien Erfolg haben wird, und zwar im Wesentlichen deshalb nicht, weil die entwickelten und reichen Industriestaaten der Welt die sich selbst gesetzten Klimaziele nicht erreichen und deshalb die Schwächeren und Ärmeren natürlich diesen Klimafaden nicht folgen werden, weil sie Sorge haben, dass was für die Großen angeblich gilt, nämlich dass Klimapolitik möglicherweise Einschränkungen in ihrem wirtschaftlichen Erfolg mit sich bringt, allemal in Entwicklungs- und Schwellenländern viel mehr befürchten muss. Ich glaube, dass hier auch ein Kardinalkonflikt unserer Zeit liegt, der aber sozusagen im Kern letztlich auch auf das bezogen ist, was Wolfgang Merkel in einem weiteren Blick als soziale Fragen, globale sozialen Fragen identifiziert. Mit der Fähigkeit von Regierenden, aber auch Wissenschaftlern, solche Fragen zu thematisieren, glaube ich, geht einher die Fähigkeit zu dem, was Willy Brandt mal Compassion genannt hat. Das ist was anderes als Mitleid. Es ist die Fähigkeit, das Leben anderer durch deren Augen wahrzunehmen. Und ich glaube, dass diese Fähigkeit zu den ausgeprägten Fähigkeiten Wolfgang Merkels gehört, die nicht jedem Wissenschaftler und übrigens leider auch nicht jedem Politiker gegeben sind. Das ist dann die Fähigkeit zur Empathie oder zu dem, was Brandt, wie gesagt, Compassion genannt hat. Wenn ich etwas in meinem Leben als Politiker gelernt habe, dann war es das: Sie müssen sich bei allem, was Sie tun, denken, vorschlagen, zuallererst in die Lage des anderen versetzen, der ganz andere Meinungen vertritt als Sie, sich sozusagen in dessen Schuhe stellen.
Nicht um dessen Meinung zu übernehmen oder seiner Analyse zu folgen, aber wenigstens zu verstehen, warum der eigentlich anders denkt und tickt als man selbst. Nur dann gelingt es, Kompromisse zu schmieden, die tragen und Vereinbarungen zu treffen, die halten und ein Fundament für das zu legen, was sozusagen an Neuem gestaltet werden muss. Das würde ich eine angewandte Dialektik des praktischen Politikers nennen, aber genau das hat Wolfgang Merkel in seiner politikwissenschaftlichen Arbeit auch immer getan. Die Empathie, das Engagement, sozusagen auch der heilige Zorn, der über sie kommen kann und den dann diejenigen verspüren, die sich der aufgeklärten Debatte verweigern, ist, glaube ich, prägend für ihre Arbeit als Wissenschaftler und als Public Intellectual in Deutschland gewesen. Und das macht sie in weiten Bereichen doch zu einem wirklich herausragenden Persönlichkeit unseres öffentlichen Lebens. In seinem sehr lesenswerten Beitrag Abschied von der koalierten Partei, erschienen Ende letzten Jahres in der Neuen Gesellschaft, widmete sich Wolfgang Merkel mit der Frage, wie die SPD zum Beispiel wieder vom Objekt zum Subjekt der Politik werden kann. Was die Rückkehr zur Volkspartei angeht, so teile ich Ihre gehörige Skepsis, Wolfgang Merkel. Sie schreiben da wörtlich, als SPD-Wähler würde ich mir das wünschen, aber dann rufen Sie noch einmal die Bedingungen dafür in Erinnerung, welche die Partei aber allesamt nicht oder nur unzureichend erfüllt. Es bleibt also ein Wunsch, der allerdings kein frommer, sondern ein ganz nüchterner ist, den Sie hoffentlich weiter und beharrlich mit Rat und tatkräftig im Sinne der vielbeschworenen zweiten Aufklärung verfolgen. Nur die Tatsache, dass wir aller Wahrscheinlichkeit nach den nächsten Bundeskanzler stellen, ändert an dem materiellen Befund Ihrer Analyse ja noch gar nichts. Bleiben Sie also der Wissenschaft mindestens ebenso verbunden wie als kritischer Begleiter der Sozialdemokratie. Bleiben Sie aber vor allem Teil des öffentlich-demokratischen Diskurses und des, wie soll man sagen, Teilchenbeschleunigers in vielen anderen Debatten unseres Landes, die sich immer durch das bessere Argument auszeichnen sollten. Wir sollten indes gemeinsam dafür sorgen, dass das, was Sie manchmal als Rufer in der Wüste alleine geleistet haben, wieder häufiger der Fall ist und damit sozusagen die Demokratie der dauernden Bewährungsprobe, der sie ausgesetzt ist, auch wirklich standhält. Vielen Dank für alles, was Sie in der Wissenschaft, aber auch in der praktischen Politik getan haben. Alles Gute für die Zukunft. Ich bin ziemlich sicher, dass wir Ihre Stimme nicht vermissen werden, weil sie weiter da bleibt. Alles Gute für Sie, Herr Merkel. Vielen Dank für diese großartige Laudatio und wir haben zu Recht auf Sie gewartet, zu langer Zeit. Also ich meine, vielleicht ist Ihre Rede sogar noch besser geworden, als sie vor 2 Jahren gewesen wäre. Ich darf Ihnen neue Publikationen überreichen, nicht nur von Herrn Merkel, aber er ist immer noch sehr, sehr aktiv, das haben Sie schon richtig gesehen. Und jetzt darf ich überleiten an den großartigen Bernhard Wessels, mit dem ich verbindet, dass ich mich zu Beginn meines hiesigen Daseins mega stritt und mittlerweile reißen wir aber viel zusammen. Das ist ganz gut und du darfst jetzt Wolfgang einführen und dann nachher auch die Diskussion leiten. Ja, danke schön. Ich will gar nicht so viel sagen und auch nicht viel einleiten. Der Laudatierte hat lange, lange warten müssen, jetzt hier reden zu dürfen. 1,5 Jahre, das ist eine lange Zeit. Wir werden aber, da bin ich ziemlich sicher, jetzt nicht was hören, was du dir vor 1,5 Jahren ausgedacht hast, weil die Zeit ist weitergegangen. Alles, was wir seitdem an Pandemie erlebt haben, spielt für dein Thema eine große Rolle. Ich will die Zeit nicht von dir stehlen und nicht von unserer Diskussion, die wir nachher haben werden. The floor is yours.
My God. Jutta Almendinger, John Keane, dann auch noch Sigmar Gabriel. So viel des Lobes, natürlich viel zu viel des Lobes. Deshalb kann ich allen nur raten, gehen Sie möglichst bald in Pension oder Rente. Dann können Sie das genießen. Ich könnte das vermutlich jedes Jahr noch einmal machen und zuhören. Aber das wird zum Glück dann doch nicht der Fall sein. Ich beginne mit einer ganz kleinen Geschichte. Und die Geschichte hat mit meiner Enkelin, unserer Enkelin Clara zu tun. Clara ist vor wenigen Wochen zur Klassensprecherin in der 4. Klasse Grundschule gewählt worden. Und dann hat sie ihrer Großmutter in einer ruhigen Minute Folgendes gestanden. Großmama, ich wollte unbedingt Klassensprecherin werden. Aber dann, wie ich nach vorne musste und der Klasse mein Programm vorstellen sollte, haben meine Knie gezittert und mein Herz hat wie wild geschlagen. Liebe Clara, wenn du am iPad zuhörst, das geht mir nach Hunderten von Vorträgen, Vorlesungen und Vorträgen immer noch ähnlich. Und so stehe ich hier, habe einen viel zu hohen Pulsschlag, aber, liebe Clara, der legt sich in aller Regel nach 1-2 Minuten. Und darüber will ich sprechen. Wissenschaft, Moralismus und die Demokratie. Sigmar Gabriel hat an bestimmten Ecken das angetastet. Ich will das in Verbindung bringen mit dem, was ich neue Krisen der Demokratie nenne, neue Krisen im 21. Jahrhundert. Und das sind meine Annahmen, meine übergreifende Fragestellung und auch meine Thesen, die ich hierzu formuliert habe. Meine Annahme ist, es gibt so etwas wie neue Krisen im 21. Jahrhundert. Sie unterscheiden sich von jenen, die wir im vergangenen Jahrhundert kennengelernt haben. Sie sind, auch das hat Sigmar Gabriel angesprochen, sie sind deutlich stärker kulturell konnotiert. Und das hat Folgen. Gleichzeitig wächst der Einfluss der Wissenschaft auf die Politik. Meine übergreifende Fragestellung ist also, welcher Einfluss haben nun diese Krisen auf unsere Demokratie oder besser gesagt auf unsere Demokratien. 3 Thesen sollen das unterfüttern. Die erste, akute Krisen, die ich eben als neu apostrophiert habe, treffen auf eine latente Demokratie-Erosion. Und sie führen zweitens zu neuen Konflikten, zu neuen Konfliktlinien. Und das hat durchaus problematische Folgen für die Demokratie. Das ist die herrschende Meinung in der Demokratieforschung. Die Demokratie steckt in der Krise. Da lesen Sie Titel wie Democracy in Decline, The End of Democracy. John Keane hat schon vor einem Jahrzehnt ein ganz dickes Buch beigesteuert, das heißt Life and Death of Democracy. Wir haben das etwas vorsichtiger formuliert. Wir haben das genannt in unserer Abteilung Democracy and Crisis. Sie haben dasselbe in der deutschen Sprache genauso mühelos, füllen Sie sofort und Sie brauchen nicht länger als 4 Minuten bei Google, um ein solches Tableau hier vorzuführen. Hier wiederum sehr interessant im Übrigen und sehr vorausschauend Ralf Dahndorf, der in seinen letzten Jahren hier auch Fellow am WZB war, hat vieles vorausgesehen und hat im Übrigen auch
kein Fragezeichen gesetzt, aber wenn man ihn liest, sind lauter Fragezeichen gerade hinter dem Begriff der Krise. Und dass sie nicht glauben, dass das nur in den großen europäischen Sprachen ein solcher Buchüberblick vorgeführt werden kann. Hier sehen Sie das in Ungarisch. Ich erspare es Ihnen, mir das auf Ungarisch vorzulesen. Und wahrscheinlich ist Ungarn tatsächlich ein Land, das diese Literatur auch verdient. Werfen wir einen Blick auf die Empirie. Ich habe einmal die 27 EU-Staaten und dazu noch die wichtigsten westlichen Demokratien plus Japan, also Australien, Kanada, Neuseeland, USA, zusammengenommen und in einer Linie aggregiert oder verdichtet. Das hier zeigt die Qualität der Demokratien, diese 34 Demokratien gemeinsam an. Und was Sie sehen, ist zunächst eine richtig gute Botschaft. Es geht aufwärts, es geht aufwärts, es geht aufwärts. Die Qualität verbessert sich. Ein Innehalten im Annus Mirabilis von 1989. Und dann geht es weiter aufwärts. Und auf einmal bricht es hier. Etwa im Jahre, statistisch gesehen, im Jahre 2010, 2011 beginnt nichts mehr nach oben zu gehen. Selbst diese besten Demokratien, die wir auf dem Globus kennen, haben statistisch noch einmal gesehen eine Qualitätserosion. Also nicht die Krise, aber wir sehen, der Aufwärtstrend ist seit einem Jahrzehnt gebrochen und wir sehen auch einen signifikanten Trend nach unten innerhalb jetzt von im Laufe von 11 Jahren. Wenn wir uns noch mal ganz kurz ansehen, einzelne Länder, auch da, lieber Sigmar Gabriel, habe ich die Dänen nicht vergessen. Die Dänen haben nämlich nach diesem Index der 200 Staaten dieser Welt nach den demokratischen Gehalten von Gesellschaft und Politik fragt. Sie haben wieder mal in dem Jahr 2020 den Platz 1 in diesem Ranking belegt. Platz 1 und ein solches Ranking, das ist wirklich das Beste, was wir in der Demokratieforschung haben. Das ist ein Riesennetzwerk von internationalen Forschern, die jeweils nach einem ausgeklügelten System von Indikatoren dann die Qualität messen in der Dimension des Rechtsstaates, der Partizipation, der Kontrolle der Herrschenden und so weiter. Also das ist etwas höchst Solides. Hier sehen wir eine der wenigen Länder, wo nichts abbricht. Wir sehen bei Deutschland, dass das nach oben geht und Deutschland, und ich komme ganz am Ende meiner Vorlesung darauf, Deutschland hat dann fast die besten Staaten, typischerweise wie meist bei solchen Rankings, die skandinavischen Staaten, schön klein und demokratisch und sozialstaatlich organisiert. Aber auch Deutschland hat nach Ansicht der Experten einen deutlichen Qualitätsverlust in der Demokratie zu zeigen. Das hätten wir alle so und so angenommen. Donald Trump betritt die Bühne und dann gibt es einen katastrophalen Absturz der Demokratie in Amerika. Im Übrigen zeigt hier etwas das, was unsere Sozialkundelehre uns immer falsch erklärt haben, nicht die USA ist die beste aller Demokratien, sondern sie war bis 65 rassistisch durchfurcht. In 6 Einzelstaaten dürften farbige Afroamerikaner nicht wählen. Also wir reden noch vom Jahr 1965. Das bringt mich meist dazu, doch noch mal die Schweiz zu nennen, denn auch das haben uns die Sozialkundelehrer doch etwas falsch erklärt. Und du verzeihst mir das, lieber Klaus Armochon. Die Schweiz
hat bis 1970 das Mutterland der Demokratie gerade die Mütter bzw. die Frauen nicht wählen lassen auf der Bundesebene. Das soll heißen, heute würden wir natürlich sagen, das hat nichts mit einer Demokratie zu tun. Das ist ein Gender-Apartheid-Regime, wenn 50,3% der Bevölkerung nicht wählen dürfen. Ich bin vorsichtig mit dem Begriff Krise. Er wird einfach zu oft verwendet. Und wenn, dann sollte man unterscheiden zwischen einer akuten Krise und einer latenten Krise. Die akute Krise ist tatsächlich das, was wir mit dem Begriff aus der medizinischen Lehre oder Metaphorik herausnehmen. Das ist eine Frage auf Leben oder Tod. Das ist eine Frage auf Weiterexistieren der Demokratie oder Demokratiekollaps. Das ist die Situation 1922 in Italien, 1931 bis 1933 in Deutschland, 1936 in Spanien. Das geht dann weiter 1965 bis 1967 in Griechenland. Dann kamen die Obristen 1973. Das hat uns damals schon sehr mobilisiert. Allende und das Ende der Allende-Regierung in Chile. Heute haben wir das in Venezuela. Wir haben es nicht in Russland übrigens, weil Russland nie eine liberale Demokratie war, sondern es war in den Jelzin 90er Jahren so etwas wie ein völlig versagender Staat, die größte Kleptokratie kollektiven Eigentums, die Oligarchen dann in der Ukraine oder etwa in Russland haben entstehen lassen. Wir verwenden, und die Bücher, die ich Ihnen gezeigt habe, trotz der martialischen Titel, meistens als latente Krise. Das ist die Erosion der Qualität der Demokratie. Das ist so etwas wie der langsame Qualitätsverfall, der Niedergang bestimmter Qualitätsstandards in unserer Demokratie. Das Problem ist, sozialwissenschaftlich gesprochen, mit diesem Begriff latente Krise, dass wir keine guten Theorien und auch keine übermäßig guten Indikatoren haben, die uns klar sagen, jetzt beginnt die Krise und hier hört sie auf. Wenn aber Krise permanent ist, dann wird der Begriff absurd. Dann wird er sozusagen paradox und verliert im Grund seine Semantik. Also hier haben wir etwas, was wir in der Alltagssprache auch immer gern und wieder verwenden, latente Krisen. Und es ist gewissermaßen in der deutschen und auch internationalen Demokratieforschung oder Demokratietheorie haben wir zwei ganz entscheidende Bücher gehabt, Jürgen Habermas und Klaus Offes, Strukturprobleme und Legitimationsprobleme des Spätkapitalismus. Damit war gemeint der, vornehm gesprochen, der marktwirtschaftlichen Demokratie. Das haben wir nie verwandt, diesen Begriff. Das war der Spätkapitalismus. Wir wissen, er ist nicht zusammengebrochen. Aber es ist nicht nur seit dieser Zeit, dass wir darüber, über die Krise Demokratie reden. Der Historiker oder die Historikerin weiß, dass davon auch schon Platon und Aristoteles gelesen haben. Also ich bin vorsichtig mit dem Begriff Krise, würde ihn gerne ersetzen durch den empirisch doch fundierteren Begriff der, den fundierteren Begriff der Erosion. Ich will noch auf eine Eigenheit von Krisen hinweisen und diesmal nicht so sehr auf die Demokratie bezogen, sondern auf allgemeine Krisen, die auf die Demokratie treffen. Das sind zunächst objektive Sachverhalte. Also wenn das Wachstum in einen Minusbereich hinein tendiert, wenn die Arbeitslosenziffern etwa hochgehen, über das 4-5% Niveau, das von vielen Ökonomen als relativ
gut angesehen wird. Also wenn sich hier objektive Indikatoren deutlich verändern. Oder wenn wir zu einem der fast neuen Krisen kommen, zur Migration, wenn in sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen in einem Land Zuflucht suchen, um Asyl nachfragen, wie etwa 2015, 2016 in kurzer Zeit 1 Million oder noch etwas mehr, dann ist das noch nicht sofort eine Krise. Es wird erst dann eine Krise, wenn die Mehrheit der wichtigen öffentlichen Sprecher und Sprecherinnen und der Bevölkerung glaubt, dass es eine Krise ist. Dafür braucht man ein Narrativ. Das muss man vertreten können. Und in aller Regel treten dann auch politische Unternehmer auf, die in solchen Situationen gleichsam die Krise für sich nutzen wollen, für die eigene politische Formation. Also es ist immer auch eine subjektive Konstruktion, die in der Gesellschaft entsteht und dort Wirkung erzeugt. Hier noch einmal, das sind die drei Krisen, über die ich jetzt reden will. Ich habe das in Klammer gesetzt. Natürlich gibt es Migration schon sehr viel länger und auch Verwerfungen, aber die Debatte wird heute anders geführt, als sie in den 90er Jahren etwa bei uns geführt wurde oder gar nach 1945. Dann ist es das Klima und es ist ebenso diese Pandemie, von der wir nicht wissen, ob es tatsächlich in absehbarer Zeit wirklich die letzte ist oder beziehungsweise ob wir sie wirklich überwunden haben. Das wissen wir noch nicht. Jetzt wird es etwas diffiziler und differenzierter. Ich will über drei besondere Entwicklungen sprechen. Das eine ist die Epistemisierung der Politik. Das zweite wird sein Moralismus. Das dritte wird heißen Polarisierung. Neue Krisen, und das unterscheidet sie, werden zunehmend als epistemische Probleme verstanden. In der Wissenschaft selbst natürlich, aber auch in sozialen Protestbewegungen und zunehmend auch in der Politik. Dort vor allem in der Exekutive, also jener Entscheidungssphäre, in der direkt handelnd die Krisen bearbeitet werden. Allerdings ist dort anders als, wie ich gesagt habe, in den klassischen politischen, ökonomischen, außenpolitischen Krisen meist wenig Expertise in der Exekutive vorhanden. Dies wurde besonders sichtbar in der Covid-19-Pandemie und in der Klimakrise wird es immer wieder sichtbar. Die politische Nachfrage nach wissenschaftlicher Expertise ist in solchen Krisen entsprechend hoch, ohne, und hier ganz wichtig, ohne wissenschaftliche Beratung lassen sich diese Krisen nicht wirkungsvoll bekämpfen. Allerdings bereitet sich zunehmend ein technokratischer Impuls aus, dass Politik aus Sachfragen besteht. Sachfragen, für die es für alle Betroffenen eindeutige, richtige Lösungen gibt. Vornehm formuliert heißt das Evidence-Based Policy Making, ein Begriff, der aus der amerikanischen Gesundheitsforschung der 1980er Jahre längst in unser Krisenvokabular aufgenommen wurde. Science has told us. Das ist, wie Sie alle wissen, die jüngste und ich sage dazu problematischste Formulierung, die wir aus der Fridays for Future-Bewegung kennen. Interessant finde ich dabei, dass eine hochpolitisierte Bewegung in einer hochpolitischen Frage eine hochgradig unpolitisch und technokratische Lösung
einfordert. Die Annahme grassiert nämlich, die richtigen Lösungen lägen längst in der Schublade, auch von den Scientists for Futures erstellt, und die Politik müsse das nur umsetzen. Kritisiert wird von der Bewegung, dass die notwendige 1:1 Umsetzung dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse in reale Politik diese noch stets sabotiert, verhindert und verwässert. Und dies angesichts der Tatsache, dass es 11:55 oder manchmal auch 11:55 ist, wie eben diese Wissenschaftler und engagierten Aktivisten postulieren. So gerechtfertigt der Hinweis auf die Schwere der Klimakrise ist, so problematisch sind folgende Simplifizierungen der spezifisch, und alle Bielefelder, die auch hier im Saal sind, wissen das, der spezifischen losen Kopplung der Teilsysteme Wissenschaft und Politik. 5 Punkte. Erstens, die Wissenschaft gibt es nicht. Von ihrem Singular zu sprechen, verkennt das gerade der konkurrierende Pluralismus der Wissenschaften mit ihren permanenten Widerlegungsversuchen, den wissenschaftlichen Fortschritt auf der approximativen Wahrheitssuche, wie das Popper formuliert, garantiert. Das haben wir tatsächlich und im Übrigen mehr von Karl Raimund Popper gelernt. Zweitens. Können die Wissenschaften das Allgemeinwohl in Krisenzeiten vorformulieren? Nein, das können sie nicht, dürfen sie nicht, sollen sie nicht. Das ist Aufgabe der Gesellschaft und Politik. Das Allgemeinwohl mag bisweilen in der politischen Philosophie substanziell herausgefunden werden oder man glaubt es herauszufinden. In der pluralistischen Demokratie kann sich Allgemeinwohl nur nach einem Prozedere von vorher festgesetzten Verfahren herausstellen. Democracy, schreibt der Demokratietheoretiker Adam Jaworski, is a system of ruled open-endedness or organized uncertainty. Die Institutionen und Verfahren stehen in der Demokratie also a priori fest. Die Entscheidungsergebnisse aber sind nach diesem Verlauf durchaus kontingent. Dies ist übrigens einer der kardinalen Unterschiede von Demokratien zu Autokratien, wo diese Sequenz meist umgekehrt ist. Die Ergebnisse stehen fest und die Verfahren werden danach moduliert. Ohne jetzt Klimaaktivisten oder Scientists for Future in diese Nähe zu rücken, wir sehen eine ähnliche Tendenz, diese Sequenz umzudrehen, und zwar durchaus in einer paternalistischen Absicht. Das Ergebnis steht dann a priori fest und die Verfahren müssen danach angepasst werden. Möglicherweise ist etwa die sogenannte Ministerpräsidentenkonferenz im Kanzleramt eine solche Umformung eigentlich parlamentarischer Verfahren, in dem man das Parlament weitestgehend doch ausklammert in der konkreten Beschlussfassung. Noch einmal, in einer pluralistischen Demokratie, und das hat uns Ernst Fraenkel immer wieder ins demokratische Stammbuch geschrieben, in einer pluralistischen Demokratie kann sich das Allgemeinwohl nur a posteriori herausmändeln. Und es muss, und hier bemühe ich Jürgen Habermas, es muss durch die legitimierende Schleuse parlamentarischer Entscheidungen durchgetrieben werden. Drittens, die Politik muss auch in Krisenzeiten, auch in tiefen Krisenzeiten, gewissen Legitimationspflichten folgen. Das Parlament muss entscheiden und darf sich nicht
zu einer pauschalierenden Ex-Post-Veranstaltung degradieren lassen. In Deutschland wurde in diesem Zusammenhang übrigens die nie richtig verschwundene Sehnsucht nach der Eindämmung eines überbordenden Parteienpluralismus sichtbar. Der Oppositionspolitiker Robert Habeck hat dies vermutlich nicht ganz freiwillig auf den Begriff gebracht. Das ist nicht die Stunde der Opposition, das ist die Stunde der Verantwortung. Als Demokratieforscher würde ich antworten wollen, die Verantwortung der Opposition in tiefen Krisen zu sein, ist auch Opposition zu bleiben, zu diskutieren, zu kontrollieren, zu deliberieren und dann auch konstruktive, alternative Vorschläge zu machen. Denn auch in der Krise ist die Politik keineswegs alternativlos. Viertens, im Verständnis epistemischer Politik werden demokratische Entscheidungsverfahren als möglichst schlanke Umsetzungsmaschinerie vernünftiger, wahrhafter, unbezweifelbarer Erkenntnisse gesehen. Dies offenbart eine aus meiner Sicht eigentümlich technokratische Sichtweise auf die Komplexität demokratischer Politikgestaltung. In der Migrationsfrage, in der Pandemiebekämpfung, in der Klimapolitik gibt es nicht nur ein Problem, sondern vielfältige Folgewirkungen, die auf Freiheitsrechte, den Arbeitsmarkt, Wirtschaftswachstum, Ungleichheit, Generationen- und Genderfragen abstrahlen. So viel Virologen, Epidemiologen und Epidemiologinnen und Klimaforscherinnen uns zur Eindämmung der Infektion und den Ursachen der globalen Erderwärmung zu sagen haben, ja, uns sagen müssen, so wenig können sie zur Lösung der anderen Probleme beitragen. Sie als sekundäre Kollateralfragen abzutun, wie das im Übrigen ganz erstaunlicherweise ein SPD-Politiker gemacht hat, nämlich der ubiquitär erscheinende Star aller Pandemie Talkshows Lauterbach formuliert hat, das nenne ich eine eindimensionale Politik. Bei aller Wichtigkeit der kardinalen Frage geht es nicht, all diese anderen Fragen, die ich nur angetextet habe, außen vorzulassen oder als nicht zulässig, wo wir doch die entscheidende Frage zu lösen haben. Fünftens, die Verwissenschaftlichung der Politik ist nicht ohne die Politisierung der Wissenschaft zu haben. Das wird nicht nur bei den Scientists for Futures sichtbar, deren politisches Engagement, wohl auch die Ergebnisoffenheit ihrer Forschung bedrängen mag. Sichtbar wurde diese Engführung auch im Kanzleramt, als die Kanzlerin sehr rasch ihre Lieblingsvirologen und Epidemiologinnen herauspickte. Konjunktur hatten jene WissenschaftlerInnen, die am stärksten zu Worst-Case-Szenarien neigten. Das ist im Übrigen rational vollkommen begreiflich. Worst-Cases als politische Ausgangsannahme können, wenn sie dann nicht eintreten, durchaus erklärt werden. Dafür haben wir ja das wunderbare Präventionsparadox, das heißt, wenn ich besonders stark mit einem Worst-Case-Szenario argumentiere und Folgebereitschaft generieren will, dann hat das zur Folge, dass viele Menschen folgen und dann tritt prompt dieser Worst-Case nicht ein. Also man kann das wunderbar erklären, rationale Politiker, und ich verstehe das vollkommen, müssen oder haben eine Tendenz, von solchen Worst-Case-Szenarien in solchen schwierigen Situationen auszugehen. Systemtheoretisch noch einmal formuliert, diese fünf Punkte zusammengefasst: die notwendige lose Kopplung zwischen Politik und Wissenschaft
wenn diese zu eng wird, kann es zu einer problematischen Entwicklung führen. Denn jede dieser Teilsysteme haben eine Eigenlogik, haben eigene Codes. Und wenn andere Teilsysteme, wie etwa die Politik in die Wissenschaft oder umgekehrt, eindringen, beschädigen sie diese Eigenlogik. Und von der Eigenlogik ist die jeweilige Produktivität und Leistungsfähigkeit der Teilsysteme abhängig. Das habe ich, und Klaus Offe ist hier, das habe ich bei meinem ersten Job in Bielefeld 1985 von Niklas Luhmann und Klaus Offe lernen dürfen. Moralismus. Moralismus ist ein umkämpfter Begriff. Zuerst sollte er von Moral unterschieden werden. Moral, abgeleitet von Mores, Sitten, Gebräuche, oder Moralis, sittlich, bedeutet deskriptiv zunächst nur eine Sammlung von Sitten, Konventionen und Erwartungen, die gute Sitte sind und sich schicken. Moral lehrt uns, mit unserer Freiheit umzugehen, die Triebe zu kanalisieren, um damit friedlich zusammenleben zu können. Politische Moral ist in Demokratien, in Menschen- und Freiheitsrechten kodifiziert. Sie manifestiert sich in Gleichheits- und Gerechtigkeitsnormen, aber auch in nicht kodifizierten Normen wie Toleranz und Respekt. Moralismus ist etwas anderes. Auf diesen kann die Demokratie getrost verzichten. Moralismus ist selbstgerechte Stilisierung der eigenen moralischen Position. Sie ist gewissermaßen eine Spielart des Egozentrismus, eine moralische Ostentation, die auf den Anspruch der eigenen moralischen Überlegenheit verweist. Strategisch eingesetzt, dient der Moralismus der Ausgrenzung sogenannter oder per Definition unmoralischer Positionen. Meist ist dies auch ad personam und eben nicht in der Sache, sondern ad personam gerichtet, um eine solche Stimme aus dem politischen Diskurs hinaus zu drängen. Das kann jene treffen, dieses Hinausdrängen, das kann jene treffen, die die Klimakrise als nicht so problematisch sehen, nicht auf ihr Auto mit Verbrennungsmotor verzichten wollen, in Inlandsflüge steigen, auf Arbeitsplätze im Braunkohletagebau beharren, den jüngsten tiefen Eingriff des Bundesverfassungsgerichts in parlamentarische Prärogativen kritisieren, oder aber, und auch Wolfgang Thierse ist hier, oder aber nur in einem Essay in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Freiheitsrechte der Aufklärung als universell zu deklarieren. Ein anderes konkretes Beispiel aus der Corona-Diskussion. In der Corona-Debatte ging es immer wieder um die schwierige Abwägung zwischen dem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit aus Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz und den klassischen Freiheitsrechten, wie sie in den Artikel 4, 8, 11 und 12 kodifiziert sind. Wenn aber jemand unter Verweis auf die klassischen Freiheitsrechte oder gar in der Pandemie auf den schwedischen Weg verwies und den kardinalen Satz von Artikel 2 Absatz 2, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, nicht als das alles überragende Grundrecht akzeptierte, handelte er oder sie sich den Vorwurf ein, Leben aufs Spiel zu setzen und damit unmoralisch zu argumentieren. Ein Virologe etwa, der wie Hendrik Streeck nicht von harschen Lockdowns überzeugt war, wurde etwa von dem Abgeordneten Karl Lauterbach öffentlich
für den Tod von Menschen in der Covid-Pandemie, in der ersten Welle, verantwortlich gemacht. Beide Personen wurden in den sozialen Medien von je unterschiedlichen Seiten mit hohen Spott und Drohungen überschüttet. Moralisierungsüberschuss nennt dies und anderes der langjährige Vorsitzende des Deutschen Wissenschaftsrates und der DFG, Peter Strohschneider. Ein solcher wird auch, und ich weiß, ich bewege mich jetzt auf einem schmalen Grat in der Argumentation, aber es ist mir wichtig, er wird auch im medialen und politischen Umgang mit den sogenannten Querdenkern gepflegt. Der Name war für sie schnell gefunden, Corona-Leugner, das Analogon zu Klimaleugnern. Ich kann den Argumenten dieser Gruppen, also dieser Querdenker oder Corona-Leugner, gleichgültig, ob sie aus rechten, esoterischen, anthroposophischen, libertären, religiösen, hippiesken und anderen irrationalen Quellen kommen, nichts, aber auch gar nichts abgewinnen. Dennoch halte ich den eingeschliffenen Umgang mit ihnen für intolerant, wenig demokratisch und politisch unklug. Mit Lügnern und Leugnern kann man, ja soll man nicht reden. Sie werden erst diskursiv, dann gesellschaftlich und schließlich politisch ausgegrenzt. Dadurch werden Menschen in eine neue antisystemische Subkultur abgedrängt oder gar der Rechten in die Fänge getrieben. Demokratie verlangt nach Debatte, nach der Freiheit der Andersdenkenden oder eben dem eigentümlich zwanglosen Zwang des besseren Argumentes. Wenn ich hier zwei meiner Lieblingsautoren zitieren darf: Demokratie verlangt Inklusion, nicht Exklusion. Der Moralismus bringt aber eine problematische Binarität in den politischen Diskurs. Die binären Codes lauten: Facts or Fake, Wahrheit oder Lüge, legitim oder illegitim, Moral oder Unmoral. Abweichende politische oder wissenschaftliche Positionen werden als Zumutung aufgefasst, auf beiden Seiten. Diese Transformation der politischen Gegnerschaft wird umgegossen in ein Freund-Feind-Verhältnis, und bei dieser Umgießung sind nicht nur die Rechten Verehrer von Carl Schmitt dabei, sondern es sind vielleicht auch wieder nicht intendiert auch die Vertreter, und ich sage das hier so, meines eigenen linksliberalen Lager. Was mich verwundert dabei, ist, dass beide Seiten mit ihrem partikularen Moralismus hochkomplexe Gesellschaften integrieren wollen. Das halte ich für völlig unmöglich, und im Übrigen kommt das seltsam unmodern daher. Damit wären wir bei dem letzten und dritten Punkt der Polarisierung. Die Verwissenschaftlichung der Politik, so habe ich argumentiert, entpolitisiert diese. Einerseits. Idealtypisch setzt sie die Umsetzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen vor das mühsame Aushandeln von Interessen, Werten, Moralen in den Mühlen der gesellschaftlichen und parlamentarischen Kompromissfindung. Der Wunsch nach wissenschaftsgesteuerter Entpolitisierung der Politik mündet aber eigenartigerweise in eine Repolitisierung. Früher hätten wir gesagt, in eine Dialektik der Repolitisierung. Und die Dialektik geht so. Sie kommt gezielt von der Rechten, manchmal auch von politisch wenig gebundenen libertären Querdenkern. Der wissenschaftlichen Enträtselung der Welt setzen dann letztere die verschwörungstheoretische wieder
Verrätselung entgegen. Der diskursiven Überbetonung von Science has told us begegnen sie mit den obskuren Quellen ihrer eigenen Experten. Ja, es mag ein Aufstand der Ignoranten sein, diese selbsternannten Corona-Experten, Klimawandelleugner und etwa Kreationisten in den USA. Dieser Aufstand der Ignoranten wird aber auch von der Überepistemisierung der Politik befeuert. Interessant ist dabei, dass die Linke einst die Demokratie vor der Macht der ökonomisch Herrschenden retten wollte, die postökonomische Linke nun aber die Demokratie von den Dummen bewahren will. Der auch hierzulande populäre Philosoph Jason Brennan fordert in seinem Buch Gegen Demokratie, dass nur den Wissenden Stimme und Gestaltungsraum für eine rationale, auf wissenschaftlichen Fakten beruhende, nachhaltige Politik eingeräumt werden soll. Die intelligente Minderheit dürfe nicht dazu verdammt sein, die Entscheidungen einer dummen, inkompetenten und moralisch insuffizienten Mehrheit hinnehmen zu müssen. Das geht weit über Schumpeters elitäre Demokratietheorie hinaus. Das erinnert an den Vorschlag von John Stuart Mill, eine plurale, das heißt ungleiche Stimmenverteilung je nach kognitiven Kompetenzen zu gestalten. Also die Intellektuellen haben bei John Stuart Mill 4 Stimmen bekommen, der Arbeiter nur eine. Das geht weit darüber hinaus und in manchen erinnert es mich an Platons Idee des Philosophenkönigs, der kognitiv und ethisch auf der Höhe der Probleme ist und diese dann besser lösen kann als jede denkbare Demokratie. In Deutschland haben wir in den meisten entwickelten Gesellschaften eine zweidimensionale Konfliktstruktur. Sigmar Gabriel hat das schon angesprochen. Denn zum einen ist es die klassische Links-Rechts-Verteilungslinie. Die wird durchschnitten durch eine Linie, die ich und andere und ich kulturell nennen. Und was ich beobachte, ist, dass die Verteilungskonfliktlinie in den Diskursen nicht mehr besonders mobilisiert wird und die Diskurse vorangetrieben von einer diskursmächtigen Minderheit auf dem Gebiet der kulturellen Trennungen. Also hier haben wir einen Pol, wenn man sich da eine Achse denkt. Auf der einen Seite sind jene Menschen privilegiert, meist ökonomisch, auch von der Bildung her, die mehr Klimaschutz, mehr Minderheitenrechte, endlich Geschlechtergerechtigkeit wollen, den Nationalstaat für ein Relikt der Vergangenheit halten, die Sexismus, Rassismus oder andere Diskriminierung bekämpfen. Das sind übrigens bis auf den Nationalstaat und den nationalen Sozialstaat sind das durchaus all meine Werte und Präferenzen. Sie sind die Wissenden nach Jason Brennan, sie sind sein Lieblingsklientel. Auf der anderen Seite haben wir die weniger Privilegierten, die weniger Gebildeten, die gendergerechte Sprache ist ihnen nicht so wichtig, der nationale Sozialstaat aber schon. Diese Gruppe, die wir in einem Forschungsprojekt am BCB einmal Kommunitaristen genannt haben, treten idealtypisch in zwei Varianten auf. Zum einen in der normativ ordinären Variante des rechten Populismus oder einfach der Rechten, so muss man das sagen. Auf der anderen Seite sehen wir das auch in der Tradition der skandinavischen Sozialdemokratie und heute ist es tatsächlich Dänemark.
Man kann normativ denken, wie man will, und ich will mich da gar nicht entscheiden. Dänemark hat ziemlich stark die Grenzen geschlossen, übrigens nicht mehr, als das Frankreich getan hat oder andere Länder, aber sie haben es nicht in dieser Art und Weise präsentiert. Also am ehesten finden wir das in der dänischen Sozialdemokratie. Das rechte Lager, wenn aber jetzt das rechte Lager diese kulturellen Konflikte nicht nur mobilisiert, sondern diese zusammenfallen mit einer ökonomischen Konfliktlinie, links, rechts, begütert, weniger begütert. Also wenn das rechte Lager erfolgreich ist, also die absteigenden Schichten auch noch für sich zu mobilisieren, dann wird das zu einem Härtetest der Demokratien. Das hat der plebejische Teil der Trump-Anhänger uns gezeigt. Das haben wir bei den Gelbwesten in Frankreich beobachten können, der Lega in Italien oder den männlichen ostdeutschen AfD-Anhängern. Überhaupt, die USA ist ein warnendes Beispiel. Wir haben noch in den 50er, 60er und 70er Jahre auch bei Klaus von Beime gelernt, dass die USA auf der politischen Ebene eine der am wenigsten polarisierten Länder des Westens sind. Sie sind heute eine der am stärksten polarisierten. Die Gesellschaft droht auseinanderzureißen. Und wenn Marx und Tocqueville, zwei weitere von mir doch sehr geliebte Philosophen, im 19. Jahrhundert recht hatten mit der Aussage, die USA hält dem alten Kontinent nichts als den Spiegel seiner eigenen Zukunft entgegen, dann würde das auch eine starke gesellschaftliche Zerreißprobe für unser Land bedeuten. Ich komme zum Schluss. Wo steht nun eigentlich unsere, das lasse ich, wo steht denn eigentlich nun unsere Demokratie? Wo bleibt das Positive, Herr Kästner? Hier ist es. Von einer existenziellen Krise der Demokratie in Deutschland kann nicht die Rede sein. Was wir aber weltweit erleben, ist eine Erosion der Demokratie in sehr bestimmten Bereichen. Dazu zählt der Verlust an gesellschaftlichem Zusammenhalt, dazu zählt die Polarisierung der Diskurse, dazu zählt, dass wir nahezu allen westlichen Demokratien fest etablierte rechte oder rechtspopulistische Parteien haben, die ich mit Juan Linz semi-loyale Parteien gegenüber der Demokratie nenne. Aber wir haben gleichzeitig eine Zunahme der Intoleranz und Exklusionslust, übrigens auch tatsächlich ein Niedergang der Volksparteien als gesellschaftliche und politische Integrationsmaschinen. Und wir haben das gebrochene Aufstiegsversprechen einer Zweidrittel-Demokratie. Dennoch im internationalen Vergleich des Demokratie-Rankings, das ich vorhin angezeigt habe, von 200 Staaten, belegt Deutschland einen formidablen 9. Platz. Das ist nicht wenig. Aber die Demokratien sind allgemein in einem Abwärtstrend. Prompt ist tatsächlich dann in der Pandemie ein Systemdisput ausgebrochen, ob nicht autoritäre Regime für tiefe Krisen deutlich besser gerüstet seien als liberale Demokratien. Selbst wenn dies der Fall wäre, und dafür gibt es keine belastbare Evidenz, wären die Freiheitskosten auch für einen weichen paternalistischen Autoritarismus völlig inakzeptabel. Und dabei denke ich nicht an die VR China, sondern ich denke auch an das Beispiel von Singapur, das im Übrigen den von mir auch
verehrten Helmut Schmidt immer eine enge Freundschaft mit Lee Kuan Yew hatte und so ganz abgeneigt war er verschiedenen Sachen in Singapur auch nicht. Klaus von Donani, glaube ich, hat eine ähnliche Position gehabt. Aber Demokratien sind nicht für die Ewigkeit gebaut. Das zeigen uns die beiden großen Diktaturwellen im 20. Jahrhundert. Nicht nur in Ungarn und Polen, sondern auch in den USA, Großbritannien, Frankreich und selbst Deutschland sehen wir problematische Tendenzen nach der Jahrtausendwende. Epistemisierung, Moralismus und Polarisierung sind keineswegs die einzige Ursache, sie sind aber ein Teil davon. Der ausschließende Moralismus, so zum Schluss meine normative Forderung, der ausschließende Moralismus muss durch eine einschließende Moral der kritischen Selbstreflexion in unserem Lager und Verständigung ersetzt werden. Das dient der Zukunft unserer Demokratie. Geschieht dies, dann hat doch wieder einmal Sir Winston Churchill recht, wenn er sagt, die Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen, außer all jenen, die wir immer wieder mal von Zeit zu Zeit ausprobiert haben. Ich danke Ihnen. Ci vediamo, wo auch immer, ovunque. Vielen Dank. Lieber Wolfgang.